Zeuge Imrich Gönczi, Tschechoslowakei, Zahnarzt, 39 Jahre alt, 53. Verhandlungstag, 8.06.1964. Nun, wir müssen das ja nicht sofort entscheiden und wir wollen jetzt zunächst einmal den Herrn Gönczi hereinbitten. Herr Gönczi, bitte nehmen Sie Platz. Sind Sie der deutschen Sprache mächtig? Ich spreche Deutsch, aber jedenfalls möchte ich gern einen Dolmetscher haben, der im Falle, dass mir irgendein Wort fehlen wird, dass er mir helfen soll. Herr Rechtsanwalt Stegmann, sind Sie bereit, hier als Dolmetscher tätig zu werden? Ja. Herr Rechtsanwalt Stegmann, sind Sie bereits ein für alle Mal beeidigt? Ja. Beim Oberlandsgericht. Sie wollen Ihre Übertragung unter Bezugnahme auf diesen ein für alle Mal geleisteten Eid vornehmen? Ja. Nehmen Sie ins Protokoll auf. Ihre Personalien, bitte nehmen Sie Platz. Ihre Personalien, Herr Stegmann. Würden Sie ins Mikrofon sprechen, ja? Dr. Otto Stegmann, Rechtsanwalt, Frankfurt Main. Geburtsdaten, ja? Wie alt? 64. Verheiratet. Rechtsanwalt in Frankfurt, nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten. Erklärt, dass er unter Bezugnahme auf den von ihm ein für allemal geleisteten Eid seine Übertragung vornehmen werde. Zunächst, Gönsch, wie sprechen Gönczi. Sie sich auf? Gönczi. Gönczi. Das ist ein ungarischer Name. Ja. Gönczi. Gönczi. Mit Vornamen? Imrich. Ich muss Sie zunächst darauf hinweisen, dass Sie hier als Zeuge vernommen werden sollen und muss Sie auffordern, Ihre Aussage unbedingt der Wahrheit gemäß zu machen. Ja. Ihr Eid, den Sie nachher leisten müssen, bezieht sich auch auf Ihre Personalien, also auf die Angaben über Ihre Person. Und ich muss Sie meiner Pflicht gemäß auf die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses Eides aufmerksam machen und Sie vor den Strafen des Meineids verwarnen. Ja. Herr Gönczi Imrich, mit Vornamen, wie alt sind Sie? Ich bin 25 geboren, 19. April 1925. Ja, und da sind Sie jetzt? 39. 39 Jahre alt, verheiratet. Ja. Dentist von Beruf. Ja. Und Sie wohnen in? Teplice. In Teplitz. Teplitz-Schönau. Schönau. Und sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten. Nein. Nein. Zeig Dank. Herr Gönczi, Sie sind einmal vernommen worden, und zwar von dem Senatsvorsitzenden Vivera Karel in Teplitz am 19. August 1961. Ja. Ja? Stimmt das? Herr Gönczi, Sie waren ebenfalls im Konzentrationslager Auschwitz. Ja. Sie sind hingekommen, wann? Wir sind 400 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Lublin-Majdanek, wo wir ausgesucht wurden als Landwirte, im Juni 1942 nach Auschwitz gekommen. Und sind dort geblieben bis? Und bis zur Evakuierung, den 18. Jänner 1945. Ja. Und Sie waren in dieser Zeit in welchen Haupt- und Nebenlägern? Ich war in der Zwischenzeit, wie wir nach Auschwitz kamen, wir wurden überhaupt nicht zum Landwirtschaft zugeteilt, sondern
Wir wurden zum Kommando Buna, das war das Kommando IG Farben, wurden wir zugeteilt und dort haben wir gearbeitet. Ja. Und waren Sie die ganze Zeit in Buna? Nein. Nein, sondern? Es war so, wir sind damals schon so zeitlich in der Früh aufgeweckt worden, so um 3 Uhr, denke ich, sind wir marschiert in das Kommando. Dort haben wir solche Planierungsarbeiten, Vorbereitungen zu irgendeinem Bau. Auf diesem Kommando habe ich mit meinem Vater gearbeitet, der eines Tages auf diesen Arbeitsplatz ist zu ihm ein SS-Mann gekommen, den ich nicht mit der Name kenne. Es war ein Posten, hat die Mütze meines Vaters weggenommen und weggeschmissen hat. Und wie mein Vater sich die Mütze holen wollte, hat er ihn erschossen. Das war mein erster Eindruck auf Auschwitz. Wenn ich zu diesem SS-Mann kam, ich war sehr jung noch, ich war 17 Jahre alt. Ich dachte damals, dass mein Leben schon keinen Wert hat, weiter ohne meinen Vater zu leben. Ich sprang zu ihm und er hat mich geschlagen und hat geschrien, dich schieße ich nicht, schade um die Kugel, du krepierst sowieso. Und zur Strafe musste ich dann abends nach der Arbeitsschicht mit meinen Kameraden, meinen Vater von diesem Platz auf den Rücken zurück ins Lager tragen. Ich musste ihn auch aufheben von dem Platz, wo er erschossen wurde. Und noch warmes Blut habe ich in meinen Händen gespürt. In diesem Kommando blieb ich dann bis circa November 1942, wo ich einen Unfall erlitten habe, und zwar beim Zementabladen. Habe ich mir die Finger in Waggontiere eingequetscht und ich wurde dann im Hauptlager Auschwitz in das Häftlingskrankenbau eingeliefert. In diesem Häftlingskrankenbau, das war so gegen Ende des Jahres, kommt mir so vor, November, dort hat man mir die Finger verbunden. Ich kam durch eine kleine Selektion, die am 28. Block war. Ich wurde als krank erkannt, nicht als so einer, der zum Liquidieren war. Und da habe ich mir schon Bekanntschaft gemacht zwischen den Kameraden am Block 21. Und dann als Rekonvaleszent habe ich dort als sogenannter Hilfspfleger gearbeitet. Das heißt, ich war ständig im Stamm des Kommandos Buna, aber als Kranker im Krankenbau weitergeführt und habe ich als Rekonvaleszent sogenannte Funktion als Hilfspfleger gemacht. Und bei dieser Gelegenheit als Hilfspfleger habe ich da Verschiedenes erlebt. Und auch in dieser Zeit, die Finger waren schon ziemlich verheilt. Das war, ganz genau weiß ich nicht, Ende des Jahres gegen Weihnachten oder Anfang 1943, wurde ich einmal geschickt mit ein paar kranken Häftlingen, die am Block 28 ausgewählt waren. Ich sollte sie begleiten. Ich habe sie begleitet vom Block 28 durch den Hof zwischen Block 20 und 21 in den Block 20. In diesem Block 20, wenn man von diesem Hof reingekommen ist, links, war so ein kleiner Raum, da konnte sein so 2x2 Meter, war ein kleiner Waschraum. Und noch mit einem Mithäftling haben wir die Menschen dort, die sind dort geblieben. Der Mithäftling ging
durch den Gang links in ein kleines Laboratorium, wo er den Tag dort Dienst hatte, wohin der SS-Mann Claire dann gekommen ist. In diesem kleinen Raum haben sich die Kranken ausgezogen. Wir haben ihnen müssen mit Tintenblei auf dem Brust die Häftlingsnummer aufschreiben, und ich musste diese einen nach den anderen, das heißt immer einen, durch den Gang nach links führen. Auf diesem Gang zwischen genannten Laboratorium und diesem Waschraum war so ein Vorhang aus einem dunkelroten, so Bordeaux, dunkler, undurchsichtbarer Tuch, und dann mit diesem Tuch war es verteilt. Und ich führte diesen Kranken in das kleine Raum, in das Laboratorium, welches ganz im Eck der Gebäude war. Das heißt, vor der Straße war ein Fenster, und zu Nachbarblock, Block 19, war das zweite Fenster. Also in diesem kleinen Raum waren zwei Fenster. So beim Eingang, wie ich reinkam, war ein Fenster links und ein Fenster vis-à-vis der Tür. Zwischen den zwei Fenstern war ein Tisch, und neben dem Tisch stand der SS-Mann Claire. Dort war ein Stuhl vorbereitet, und der Mithäftling, der dort Dienst hatte, hat hingesetzt den ich begleitet habe, und der SS-Mann Claire ist mit in weißen Mantel gekleidet als Arzt, ist zu dem gekommen, der hat ihm gehalten, der Mithäftling, und hat ihm direkt in das Herz eine Injektion gespritzt. Der Kranke war sofort tot. Es hatte nicht lange gedauert. Nach dem Einstechen hat er nur so einen Ton, so ein Ausatmen gegeben. Dann haben wir ihn genommen und durch die Türe, durch den Gang, vis-à-vis war ein Badezimmer, so eine Duschen waren dort. Dort haben wir auf den Boden die Leiche gelegt. Und so musste ich begleiten alle die Ausgewählten, und der SS-Mann Claire hat sie alle hintereinander durch die Injektion getötet. Abends dann haben wir vom Krematorium geholt einen Wagen, und die Leichen haben wir in diesen Wagen, das war so ein Rollwagen, der hat ziemlich hohe die Bretter, solche hohe Bretterseiten, haben wir so mit der Rückseite des Wagens zu den Treppen, das waren so drei oder vier Treppen, der Eingang zum Block, haben wir den Wagen gestellt, und haben wir die Leichen eingeladen und im Krematorium gebracht, dort von dem Wagen heruntergeworfen, haben wir den Betonboden, der dort war, nass gemacht, denn wir haben nicht so viel Kraft gehabt, die Leichen zu tragen, sondern haben wir die Leichen mit seinen Riemen, seinen Schlinge auf die Hand gegeben, und so haben wir sie durch den nassen Betonboden in so einen Raum gebracht, wo die Leichen dann aufgestapelt wurden. Das habe ich erlebt, so ein Ereignis, zweimal. Zweimal war ich persönlich dabei, wie der Claire Menschen so getötet hat. Später habe ich noch gehört, dass er das weitermacht und dass andere SS-Männer dasselbe tun, in Range SDG. Ja. Und persönlich habe ich nicht gesehen. Leichen habe ich mehrmals mit der Rollwaage ins Krematorium geschafft. Also das war die graue Zeit, die ich Ende des Jahres 42 oder Anfang des Jahres 43 erlebt habe.
Ich war noch ständig, die Mithäftlinge haben mich noch weiter im Spital gelassen, im Krankenbau. Ständig in der Kartotheke wurde ich als Kranke geführt. Und einmal bei einer Selektion wurden Häftlinge vom Krankenbau auch so selektiert, dass der SS-Mann nicht einmal sie sehen wollte. Er hat nur die Karteikarten genommen und durch die Karten hat er bestimmt, wer dann zu Vergasen oder zu anderen Tod verurteilt waren. Und in dieser Zeit war meine Karte auch zwischen. Und der Mithäftling, ich kann mich nicht genau den Namen erinnern, er war Blockältester am Block 21, seinen italienischen Namen, De Martini. Der hat mich damals gerettet und ich kam nicht dorthin, wo die anderen kamen. Aber er hat mir gesagt, und jetzt musst du abhauen vom Revier, weil ich kann dich nicht weiter retten. So kam ich zurück zu Buna. Zu arbeiten, Buna. Dort war ich dann circa so bis Sommer 43 und von dort hat man mich, die Kameraden vom Krankenbau, angefordert zu einem neuen Kommando, das sich gebildet hat und das war Kommando Hygiene Institut der Waffen-SS, wo der SS-Mann Dr. Weber, der Chef war, dann war der Untersturmführer Dr. Münch, der, wie ich gelesen habe in der Zeitung, hier als Zeuge ausgesagt hat. In diesem Kommando, das war ein besonderer Fall, dass das erste Laboratorium in diesem Kommando war im Block 10 in Auschwitz. Block 10, das war der Versuchsblock, wo der Professor Klauberg die Versuche mit Frauen gemacht hat. Am Ende dieses Blockes, da war so ein langer Gang. Ganz am Ende rechts war ein improvisiertes Laboratorium, bis man das definitive Laboratorium im Reisko eingerichtet hat. In diesem kleinen Laboratorium habe ich angefangen arbeiten als bakteriologischer Laborant. Und hier, das war besonders, da waren die Fenster mit Bretter eingeschlagen, damit die Umgebung nicht sehen soll in den Block rein. Und die Insassen, sie sollen nicht raussehen. Das Laboratorium war in der Nähe, zwischen Block 11 und Block 10. Und ich kann mich erinnern, dass ich habe durch die Ritzen, wie die Bretter zusammengeschlagen waren, durch die Spalten, habe ich gesehen, wie Menschen bei der Wand am Block 11 erschossen wurde. Leider kann ich mich nicht ganz genau erinnern, wer der SS-Mann war oder die SS-Männer, die das dort gemacht haben. Ich hab nur gesehen, wie nackt ausgezogene Häftlinge zu der Wand gestellt wurden und von hinten erschossen. Ich kann mich auch erinnern, dass der Schuss... Das hat nie geknallt, so wie man von einem Gewehr schießt, sondern es war nur leise, sein Psch, leise. Sein leise. Mhm. No. Später wurden wir von diesem Block 10 in diesem Kommando Hygiene in das Dorf Reisko überlegt. Wir wohnten nicht dort, sondern jeden Tag haben wir marschiert in das Kommando.
Hier habe ich ein kleines Laboratorium gehabt, das hieß Nährbodenküche. Und in dieser Nährbodenküche hat mir jede Woche aus Krakau in einen Koffer der SS-Mann Fugger Fleisch gebracht. Es war Rinderfleisch oder Pferdefleisch. Es konnte so 15 Kilo wiegen. Ich musste das Fleisch zu kleinen Stücken zerkleinern und in Erlenmeyer-Kolben, das sind solche Glasflaschen, da habe ich es gekocht. Die Brühe, die ich dann abfiltriert habe, die haben wir benutzt als Nährboden. Das hieß Bouillon. Und das Fleisch war der Abfall. Das Fleisch haben wir uns zwischen Kameraden verteilt und aufgegessen. Das war sehr gut für uns. Nur eines Tages kam der SS-Mann Zabel und er hat mir in zwei solche keramische Eimer, das waren so Steintöpfe, die circa 15 Liter Inhalt haben, zwei voll mit Fleisch gebracht. Wenn ich habe das Fleisch in die Hand genommen, habe ich sofort gesehen, dass dieses Fleisch nicht aus Krakau ist. Ja. Ich nahm ein Stück dieses Fleisch und ging in das Laboratorium vis-à-vis, wo ein bekannter tschechischer Bakteriologe war, Professor Tomaschek aus Brünn. Ich kam zu ihm und sage ich ihm, Herr Professor, schauen Sie, dieses Fleisch kann nicht aus einem Pferd sein. Das sind doch kleine Stücke. Ich denke, dass es Menschenfleisch ist. Und der Professor Tomaschek sagt mir, so graue Mörder sind die nicht, dass die sollen Menschenfleisch für diese Zwecke bringen. Aber wenn ich habe das Fleisch verarbeitet, wo auch zwei Stück Leber war, habe ich ein Stückchen Fleisch gefunden, wo die Haut noch in Größe so 2x1 Zentimeter war. Und da konnte man sofort sehen, dass die Haut eines Menschen ist. Und seit diesem Tag haben wir gewusst, unser kleiner Kreis, denn wir haben Angst gehabt, davon zu sprechen, dass ich habe in Wirklichkeit Menschenfleisch für bakteriologische Zwecke verarbeitet. Und habe ich circa ein halbes Jahr Menschenfleisch gekocht, um die Ration, die SS-Männer bekommen haben, damit die selbst sich Beefsteaks und andere Sachen davon machen könnten. Also habe ich fast jede Woche diese zwei Gefäße voll mit Fleisch bekommen, wo Menschenleben war, Leber war, und das habe ich dort verarbeitet. Der Dr. Münch könnte bestimmt über diese Ereignisse dort viel Näheres sagen, denn ich weiß nicht, von wo das Fleisch stammte, ob die Menschen wurden wegen Fleisch getötet oder es waren Menschen getötet und das Fleisch von ihnen ausgenutzt. Ja. Herr Gönczi, wir wollen noch mal zurückkommen auf das, was Sie uns von Claire erzählt haben. Sie haben uns gesagt, es war Ende 1942 oder Anfang 1943. Ja. Wo sie zweimal die Leute von Block 28 auf 20 geführt haben und dann in Block 20 dorthin geführt haben. Ja. Können Sie sich da nicht irren in der Zeit? War das bestimmt Ende 42, Anfang 43? Ja, ich bin überzeugt, denn es war sehr kurze Zeit nach dem, was ich nach Auschwitz kam. Ja. Und wenn ich mir es überlege, die Tod meines Vaters, die Verletzung an der Hand und die Ausheilung, die kleine Ausheilung, dann musste es nur in dieser Zeit sein. Also Sie sind im Juni hingekommen, 1942, ja. Im Juni.
Dann sind Sie erst bei Buna tätig gewesen. Wie lange waren Sie dort ungefähr? No, ich war circa so bis November. Bis November, so gegen Ende des Jahres. No. Ja, ich frage Sie deshalb so genau, weil der Angeklagte Claire uns immer und immer wieder versichert, er sei bereits im Frühsommer, Mai oder Juni 1942 aus dem Häftlingskrankenbau entlassen worden, sodass er das gar nicht gemacht haben könne, weil er nichts mehr damit zu tun gehabt habe. Das ist nicht wahr in Ihrer Meinung, sondern Sie wissen bestimmt, dass es Claire war. Ja. Und Sie haben ihn dort zur Genüge kennengelernt. Eine Verwechslung in der Person ist nicht möglich. Nein. Wie viele Leute waren das, die damals getötet worden sind, die Sie da bei diesen beiden Malen herübergeführt haben? Es konnten so 15, denn da dieser Raum war ziemlich klein. Und wir waren voll. Vielleicht mehrere konnten überhaupt nicht reinkommen. So gegen 15. Jeweils? Also zweimal 15 sind etwa 30? Ja. Waren es bestimmt jedes Mal mehr als 5? Selbstverständlich. Ja. Nun, das war das eine, womit Claire damals die Leute gespritzt hat, wissen Sie nicht? No, es war ein Desinfektionsmittel. Roch nach Carbol. Carbol. Roch es? Ja, Phenol. Phenol. Carbol. Weil Sie Carbol einmal gesagt haben, Lysol. Ja, das war eine Verirrung bei... Ein Irrtum. Bei dem Diktat. Ja. Frau Kapkajew, ich glaube, wir brauchen Sie nicht mehr. Sie sehen, es geht ganz gut so. Ja, ich danke schön. Nun, das war also diese beiden Erlebnisse, die Sie da hatten auf dem Block 20. Und Sie haben bei Ihrer Vernehmung früher einmal gesagt, wie viele Personen Claire so tötete, weiß ich nicht, aber ich kann sagen, soweit ich das selbst gesehen habe, waren es 10er. Was wollten Sie damit sagen? No, das über ist 10, mehr 10 als 20, 30, in dieser Gruppe war. In diesem Sinne, ja, meinte ich. Oder wollten Sie sagen, es waren über 10, nämlich von 11 bis 20? Nein, ich meinte in dem Sinne 10, 20, 30. Ja. Nun, sagen Sie bitte, haben Sie dort in dem Lazarett auch erlebt, dass Selektionen stattgefunden haben? Ja. Wissen Sie, was ich darunter verstehe? Ja, dass die Menschen ausgewählt wurden zur Tötung. Zur Tötung. Zunächst einmal, wo kamen denn diese Leute her, die Sie darüber geführt haben von 28 auf 20? Das waren am meisten Menschen, die sich als krank gemeldet haben. Die sogenannten Arztvorsteller? Ja, die haben sich am Block 28 gemeldet, entweder mit irgendeinem Schmerz und dass die wollten geheilt werden. Ja, das waren also nicht solche, die schon aufgenommen waren ins Krankenhaus, in den Häftlingskrankenbau? Nein. Sondern das diese waren Fälle solche, waren, die sich dort gemeldet die haben. Die sich vorgestellt hatten, ja. Und wer hat nun diese Leute ausgewählt, dass sie nämlich da hinübergehen mussten? Sie sind ja nicht alle hinübergegangen. Nein. 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 Aber da haben sich verschiedene SS-Männer da haben teilgenommen. Ja. War da auch ein Arzt dabei? Waren auch Ärzte dabei. Waren auch Ärzte waren dabei? Ärzte. Immer? Nein. Es sind auch SDG gewesen, die das. Ohne dass ein Arzt dabei ohne, war? Ohne dass ein Arzt dabei war. Wie oft haben Sie das denn erlebt, dass die so ausgewählt worden sind? Ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen, aber es war einzige Male. Denn ich war am Block 21 angestellt und
Uns hat man geschickt auf das Block 28 nur so gelegenheitlich zur Aushilfe. Hm. Aber meine Arbeitszuteilung war 21er Block. Nun, sagen Sie, haben Sie auch erlebt, dass der Angeklagte Claire solche Auswahlen getroffen hat? Ich habe selbst nicht gesehen. Nicht gesehen. Mhm. Wer hat denn außerdem Selektion durchgeführt oder wissen Sie etwas davon, dass außer diesen Leuten, die sich da dem Arzt vorstellen wollten, auch noch andere Menschen, die im Krankenbau bereits aufgenommen waren und dort als Kranke lagen, dass die auch zur Tötung ausgewählt worden sind? Ja, da sind dann mehrere solche Fälle gewesen. Ja. Wo SS-Männer gekommen sind und haben Selektionen gemacht. Dann mit Lastautos haben die Ausgewählten weggeschafft. Und so im 44er Jahr, denn ich bin dann später in diesem Hygieneinstitut, habe ich von Dr. Minch Injektionen bekommen, wo er probiert hat, irgendein Medikament. Ich bin erkrankt und wurde ich vom Hygieneinstitut als krank am Block 20 hospitalisiert. Und ich kam dann nicht mehr wieder zurück zum Hygieneinstitut, sondern später, wenn ich schon so ziemlich gesund geworden bin, wurde ich dann aufgenommen, schon als definitiver Pfleger, also nicht mehr als Hilfspfleger im Krankenstand, sondern als Beschäftigte, schon als Pfleger. Und damals kann ich mich erinnern, ich war zugeteilt in so einem kleinen Zimmer, das war Typhusstation, wo waren circa 8 Betten zu 3, so gegen 25 Kranke waren dort und einmal kam der SS-Arzt Dr. Klein und der ist dort aufgetreten in diesem Zimmer als mit einer charitativen, ja, wohltätigen, und hatte gesagt den Kranken, dass er sieht, dass sie sehr schlecht ausschauen und selbstverständlich, er will ihnen helfen und dass er wird die Schwachen auswählen, er wird sie ins Sanatorium schicken. Und ich kann mich in diesen Tag, ist Folgendes passiert, ein Freund von mir, er war ein Arzt aus Holland, auch krank dort, aber schon ziemlich rekonvaleszent und wenn er zum Kleinen kommen sollte, habe ich ihm gesagt, du meldest dich schon gesund. Ja. Und er war noch dann später böse auf mich, dass der SS-Mann wollte ihn ins Sanatorium schicken und ich habe ihm das da verdorben. Ja. Und alle, die der Dr. Klein damals ins Sanatorium ausgewählt hat, wurden sie mit einem Lastauto weggeschickt, wahrscheinlich vergast. Wissen Sie auch, dass Claire solche Auswahlen getroffen hat? No, ich vom Hören, was ich bei den Mithäftlingen gehört habe, hatte auch solche Selektionen gemacht. Er hat sie gemacht am Block 28 und auch an den anderen Krankenblöcken. Mhm. Aber das haben Sie nur gehört, das können Sie aus eigener Wahrnehmung nicht sagen. Gesehen. Wie hieß denn dieser andere Häftling, der da diese Leute festgehalten hat bei den Injektionen? No, einmal war es er hieß Weiß, er war beschäftigt am Block 28 und auf den kann ich mich gut erinnern, denn ich war nicht damals dabei, aber er hat mir gesagt, dass er eigenen Vater halten musste, wie man ihm dort die Spritze gegeben hat. Und ich denke, auch damals, wie ich die Kranken geführt habe,
hat er einmal dort Dienst gehabt. Dort haben sich mehrere unserer Mithäftlinge, die dort beschäftigt waren, haben die Kameraden dort führen müssen. Es war für uns schrecklich. Keine Fragen mehr des Gerichts? Nein? Die Staatsmannschaft. Der Herr Rechtsanwalt Ormond. Der Herr Rechtsanwalt Göllner. Ich habe nur eine Frage. Bevor, Herr Zeuge, bevor Sie diese Häftlinge vom Block 28 über den Hof nach Block 20 führten, haben Sie früher gesagt, hatte der Lagerarzt Dr. Wirth Sie in Klassen eingeteilt. Ist das richtig? No, das habe ich in Wirklichkeit gesagt. Aber ich könnte nicht darauf schwören, dass das wirklich Wirth war. Mir in meiner Erinnerung bei der Aussage ist so plötzlich Name Wirth gekommen, der dort der Chefarzt war. Und bestimmt waren die Menschen durch einen SS-Mann dort ausgewählt. Es konnte ein anderer von den Ärzten, konnte das dort der Entres sein oder der Thilo, oder irgendeiner von den SDG. Also Herr Rechtsanwalt, er hat ausgesagt seinerzeit, ich erinnere mich, dass bei den Selektionen im Lager, im Gefängniskrankenhaus, außer Wirth und den übrigen SDG auch einmal der SS-Mann Dr. Klein anwesend war und so weiter. Er hat also offen gelassen, wer da noch all mitgewirkt hat, hat aber die SDGs ausdrücklich mitbenannt. Ich meine, den früheren Fall, das gleich am Eingang hat er das geschildert, wie er berichtet, dass er Pfleger im Häftlingskrankenhaus wurde. Und dann schildert er, das habe ich also in diesem Zusammenhang erstmalig in den Akten gelesen, dass der Dr. Wirth diese Arztvorsteller in Klassen einteilte. Dieses Wort Klassen habe ich da zum ersten Mal. Naja, Herr Rechtsanwalt, das hängt vielleicht an der Übersetzung, ja. Denn das ist ja ein übersetztes Stück, was Sie hier haben, nicht? Das Original ist ja tschechisch und er wollte vielleicht zum Ausdruck bringen, er hat selektiert. Was wir heute sagen, selektiert hat der Übersetzer damals übersetzt als in Klassen eingeteilt. Ich kann dazu sagen, dass die Häftlinge wurden zu zwei Teilen geteilt. Ja. Zum Sonderbehandlung und zu wirklicher sogenannter Behandlung. Denn die Behandlung war dort fast unmöglich, denn wir haben dort keine Medikamente, kein Verbandmaterial und fast nichts. So die Menschen waren auch, die zu behandelt waren, waren auch leider zum Tode verurteilt. Nur durch Glück, durch Zufall. Und ich kann eine gute Gesundheit. Nun sagen Sie bitte noch eins, Sie haben uns erzählt, dass auch zum Teil, ohne dass überhaupt die Häftlinge angeschaut wurden, die Krankenkarten oder die Karteikarten aussortiert wurden und je nachdem die Leute unter Umständen auch zum Tode gebracht wurden. War da der Angeklagte Claire dabei? Ich kann mich nicht genau nicht erinnern. War da der kennen Sie den Angeklagten Scherbe? Name habe ich gehört. Ja. Aber ob er sich daran beteiligt hat, wissen Sie auch nicht. Nein, ich kann nicht sagen. Und kennen Sie einen Angeklagten Hantel? Das war auch ein SDG. Ja. Wissen Sie, ob der sich bei dieser Auswahl beteiligt hat? Haben Sie keine Vorstellung? Wahrscheinlich haben Sie teilgenommen, aber ich kann nicht. Sie können es nicht sagen, denn Sie haben es nicht mehr in Erinnerung. Ja. Nun, der Angeklagte Claire, jetzt haben Sie wieder einen Zeugen, der wieder bestätigt, um die Jahreswende 42, 43 ist das passiert. Er hat selbst die Leute hingeführt,
zu Ihnen. Er war dabei, wie Sie die Injektion vorgenommen haben. Er kann nicht früher gekommen sein, denn er ist erst im Juni 1942 nach Auschwitz gekommen, war dann erst in Buna tätig, hatte dann das Erlebnis mit dem Vater, hatte dann seine eichene Verletzung an der Hand und sagt, er ist etwa im November überhaupt erst in den Häftlingskrankenbau gekommen. Also, wenn er sie überhaupt kennengelernt hat und mit ihnen zusammen das erlebt hat, was er uns geschildert hat, müssen sie doch noch um die Jahreswende 42, 43 im Häftlingskrankenbau gewesen sein. Das ist doch nicht der einzige Zeuge, der uns das hier sagt. Herr Direktor, auf die Zeitangabe nehme ich von dem heutigen Standpunkt keine Erklärung mehr. Ja, aber Herr Klär, das ist uns aber doch außerordentlich wichtig. Sie wissen doch, was Ihnen vorgeworfen wird am Weihnachtstag 42, 43. Und Sie wissen doch, dass Ihre Entschuldigung dahin ging, das kann ich nicht gewesen sein, denn ich war überhaupt nicht mehr im Krankenbau. Herr Direktor, ich stütze mich genau wieder, was ich gesagt habe. Ich kenne den Zeugen nicht, ich weiß, der Zeuge, der die Häftlinge reingebracht hat von dem Zimmer. Ich möchte mal darf ich den Zeugen mal eine Frage stellen? Ja, bitteschön. Herr Zeuge, von wo haben Sie die Häftlinge von 28 nach 20 gebracht? In welchen Raum? Ich habe die Häftlinge in den kleinen Waschraum, das war nicht zum Waschen, aber zu Wäschewaschen. Wäschewaschen, ja. Seine, einen kleinen Raum auf dem Block 20. War ein Kessel zu Wäsche auskochen. Ja. Und von diesem kleinen Raum hinter dem Vorhang, damit nicht die Wartenden sehen sollen, dass da schon nicht mehr zurückkommt, habe ich es in das Laboratorium. Und das Laboratorium war dann linke Hand oder rechte Hand? Wenn ich von dieser Waschküche kam, in die rechte Hand. Rechte Hand. Und linke Hand war das Badezimmer, wo die Leichen dann aufgeschichtet wurden. Ja. Da war das Zimmer also vis-à-vis von dem Behandlungszimmer, wo Sie die Leute reingeschafft haben? Nein, das war das Zimmer beim Eingang vom Block, von der Straße, wenn man in das Block reingeht, da sind ein paar Stiegen. Ja. Und das erste Zimmer links war das Laboratorium, das erste Zimmer rechts war das Badezimmer. Wenn ich kam durch den Hof vom Block, war es umgekehrt. War es so, dass der Eingang war so circa in der Mitte des Hauses und dann links waren die Toiletten, dann war das kleine Raum, diese Wäscherei und ganz am Ende in der Richtung zu Ausgang in auf dem die Lager, Straße. Auf die Straße, war es auf der rechten Seite und das Badezimmer auf der linken Seite. Ja, denn Sie sind die andere Seite von dem Korridor gekommen, ist ja ganz klar. Herr Zeuge, solange ich die Infektion auf Befehl des Lagers durchführen musste, da wurden die Häftlinge von Block 28 auf Block 20 in dem Pflegeraum rechts, wenn man von dem Hof reinkommt, es war ein Pflegeraum, dort waren die Häftlinge untergebracht worden. Dann hat sie einen Häftling einzeln rangeführt bis zum Ambulanzraum und vom Ambulanzraum wurden dann die Leichen rüber in den Waschraum geführt. Na. Anders kenne ich das nicht. Naja, also Claire, das ist ja nun auch nicht so sehr das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass dieser Zeuge einer von denen ist, der nun tatsächlich auch einmal dabei war und der gesehen hat, wie sie also mindestens, er sagt, es waren 15 etwa, also mehr als 5 Leute in jedem Fall getötet haben. Nicht? Herr Direktor, ich bleibe dabei, was ich gesagt habe. Ich richte mich, ich kann mich natürlich schon, dass ich mich nicht genau an den Monaten errichten, aber ich weiß, dass ich 42 abgelöst wurde. Ja, aber alle Zeugen sagen, dass man sie um die Jahreswende 43 noch gesehen hat und dass sie auch im Frühjahr 43 noch dort waren. Nein, Herr Direktor. Tja. Dann nehmen Sie Platz. Sind sonst noch Fragen zu stellen von Seiten der Verteidigung, von Seiten der Angeklagten? Wird um Abgabe einer Erklärung gebeten? Auch nicht. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Wollen Sie den Eid in religiöser oder in bürgerlicher Form schwören? Religiöse, ich bin ein Jude. Ja, dürfen Sie.
Sie wollen einen Hut aufsetzen? Ja. Ja, bitteschön. Leider habe ich... Dann gehen Sie fort und holen Sie. Haben Sie einen dabei? Taschen.